Und hier ist David, 19. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo schön, David. Schön, mit dir sprechen zu können. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Und zwar, ich habe eigentlich ein schönes oder ein neutrales Thema. Und zwar, es geht um das Supertalent. Ja. Um die RTL-Fernsehsendung. Ja. Und zwar, ich war da Kandidat und ich möchte gerne mit dir und auch den Leuten halt draußen erzählen, wie das quasi abläuft, also vom Forecasting bis zum Bühnenauftritt. Hattest du deinen Auftritt schon? Ja, mein Auftritt, also ja, den hatte ich schon, aber der wird noch ausgestrahlt. Ach so, das ist noch nicht ausgestrahlt. Also am kommenden Samstag wird mein Auftritt erst ausgestrahlt. Oh, da sind wir aber sehr gespannt. David, 19 Jahre alt. Was machst du denn in der Show? Und zwar, ich habe in der Show getanzt und gesungen. Ja? Hast du dich da beworben oder wie werden die auf dich aufmerksam? Genau, das wollte ich halt auch erzählen. Und zwar, ich habe mich da beworben, aber man muss sich nicht unbedingt bewerben. Weil es gibt ja die sogenannten offenen Castings. Das heißt, man geht da ab einer bestimmten Uhrzeit einfach hin, ohne Anmeldung. Mhm. Wenn man dann vor Ort ist, füllt man halt so ein Blatt aus. Da gibt man halt seine Anschrift an, sein Talent. Und da muss man halt auch die AGBs unterschreiben. Also quasi seine Rechte da abgeben. Die AGBs, was ist das? Arbeits... Was heißt die, AGB? Ja, quasi da die... Dass man quasi seine Rechte an RTL abtritt. Ach so, okay. Also die ganzen, Ja, ja, okay. Und ja, und ich habe mich halt da schon im Vorfeld beworben. Da habe ich halt einen Termin bekommen. Das heißt, ein Termin ist besser, weil dann ist man schneller fertig, weil die offenen Kassen sind ab 12 Uhr und ich war schon um 10 Uhr da, dass ich halt 2 Stunden quasi früher fertig war. Verstehe. Und dann musst du vor einer kleinen Jury, aber nicht vor der bekannten Jury, auftreten? Genau, weil viele denken ja, man geht zum Casting hin und dann sieht man direkt Dieter Bohlen. Das stimmt ja natürlich nicht. Da sitzen wildfremde Menschen. Ja, die kennt man meistens nicht halt. Wenn man da öfters ist, dann kennt man die wahrscheinlich, weil das sind Leute von der Produktionsfirma. Okay, genau. Also Redakteure und Rechercheure. Ja, genau, so ähnlich. Mhm. Und man geht halt dahin, dann wird man zuerst erklärt, was man machen darf, das absolute Handyverbot, man darf keine Fotos machen und so. Mhm. Dann erklärt die halt einiges, dann sitzt man halt in so einem Aufenthaltsraum, da sind ab und zu Kameramänner, die machen halt Fotos und Videos und man wartet halt da, bis man quasi aufgerufen wird. Ja. Ich habe ja circa halt 2 Stunden gewartet und dann war es endlich soweit und ich bin in einem Raum gekommen, da saßen 3 Leute. Aha. Saßen die auch an so einem Tisch wie im Fernsehen? Da war halt so ein normaler Tisch, so ein Bürotisch. Achso, also ohne Glamour, es sah nicht doll aus. Es saßen 3 Leute in dem Raum. Genau, das Einzige, was war, es war oben, also es war auf dem Boden so ein Stern, so ein Supertalent-Stern. Das war da auch das Einzige. Okay, so, jetzt kommst du rein und was passiert dann weiter? Ich bin halt reingegangen und habe mich halt kurz vorgestellt. Hände darf man nicht geben, weil das sind total viele Leute. Und wenn man immer die Hände gibt, dann wäre ein bisschen unhygienisch. Ich habe mich halt vorgestellt, dann habe ich meinen Stick abgegeben, wo halt meine Musik drauf war, meine Lieder. Ich habe gerade den Faden verloren. Also, so, und dann werfen die den Stick ein, dann kommt das Instrumentalstück von deinen Liedern und dann fängst du an zu singen. Genau, die haben ja mir halt auch viele Fragen gestellt, was ich beruflich mache und so. Und dann habe ich halt, dann haben die halt die Musik abgespielt und dann habe ich halt gesungen. Hast du, ist da eine Verstärkeranlage, ein Mikro, in das du singen kannst? Nein, die haben halt die haben halt so eine normale Mini-Anlage, wo man quasi halt einen Stick, also nichts für ein Heimgebrauch, nichts Großes. Okay, das heißt, du hörst nur die Musik im Raum und musst einfach dazu singen. Genau, da gibt es kein Mikro, man singt da quasi mit der Musik. Okay, was hast du gesungen? Was habe ich da gesungen? Ein Schlagerlied, das war von Beatrice Egli, Wir leben laut. Das habe ich halt da gesungen und danach haben die mich so gefragt, kannst du auch von Modern Talking das Lied Yuma Heart, Yuma Soul singen? Habe ich gesagt, ich kann den Text nicht, dann habe ich halt so ein bisschen gesungen, ein bisschen dazu getanzt und so. Und ja, dann habe ich auch gesagt, dass ich auch schon viel schauspielerische Sachen gemacht habe. Und da haben die gesagt, ja komm, spiel uns mal was vor. Habe ich halt auch gemacht. Mhm. Und das fanden die halt gut. Mhm. Und dann war ich halt fertig. Und dann hat man sich halt verabschiedet. Und man ist dann quasi wieder in dem Aufenthaltsraum gekommen. Und dann musste warten, bis man halt von dieser Jury, nenne ich jetzt mal, bis man von denen gesagt bekommt, ob man weiter ist oder nicht. Und dann kam irgendwann der glückliche Moment für dich, dass sie gesagt haben, ja, okay, du darfst. Ja, genau, ich musste circa 45 Minuten nochmal warten. Dann kam eine Mitarbeiterin auf mich zu und die hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist eine Runde weiter. Eine Runde, achso, das heißt, du bist dann noch nicht in der Show. Nee, man ist dann noch nicht bei der Show. Wie viele Runden muss man denn machen, bis man in die Show kommt?
Ja, so gesehen gibt es eigentlich nur zwei Runden, das Forecasting halt. Und wenn man dann weiter ist, ist man in der zweiten Runde, die sogenannte Callback-Runde. Mhm. Und wenn man da, ja. Und was hast du da gesungen? Genau das gleiche wie vor den anderen drei. Also du bist eher so der Schlagertyp, die leichte Muse. Ja, genau, halt so Partylieder, wo man ruhig abgehen kann und okay, so. Okay, verstehe. Also bevor ich da im Raum gekommen bin, wurde ich halt erst verkabelt mit Mikro. Ah, da gab es ein Mikro. Genau, da war halt ein bisschen professioneller. Da wurden auch Fotos gemacht von meinen Klamotten, weil so wie man zum Casting hinkommt, so muss man auch später auf der Bühne auftreten. Deswegen hatte ich auch schon so einen Anzug an, richtig schicken. Okay. Weil ich dachte, ne, wenn jemand weiterkommt, muss man auch. Ne? Natürlich, muss man auch gut aussehen. Genau. So, jetzt erzähl uns aber von dem Hauptauftritt. Das interessiert uns natürlich brennend. Du bist ja, genau. Du bist durchgekommen. Da kann ich noch nicht so viel sagen, weil der noch nicht ausgestrahlt wurde, aber dazu sage ich auch gleich noch was. Nochmal einmal kurz zu der zweiten Runde, zu der Callback-Runde. Das ist sicherlich auch interessant, weil da sind Leute von RTL und Leute von der Produktionsfirma und das auch so eine richtige Fernsehkamera. Das heißt, das, was man da macht, wird auch schon aufgenommen und hinter einem ist schon die große Supertalentwand. Man sieht ja manchmal so Ausschnitte von Leuten, die da irgendwie so tanzen oder so. Das wurde alles in der Callback-Runde gemacht. Ah, okay. So, jetzt darfst du über den Auftritt noch gar nicht so viel reden, weil es noch nicht ausgestrahlt ist. Ausgestrahlt wurde. Wenn der Auftritt ausgestrahlt wurde, dürfte ich halt schon alles erzählen. Natürlich. Mhm. Du darfst auch nicht sagen, wie die Bewertung der Jury war. Ja, genau, das darf ich nicht sagen. Ich darf jetzt auch nicht sagen, ob ich weiter bin. Ich weiß, dass es war, aber das darf ich jetzt leider noch nicht sagen. Aber ich kann ja sagen, wie das halt abgelaufen ist. Wie ist es denn abgelaufen? Ja, also ich war überrascht. Also die Leute, die waren da sehr nett. Klar, ist ein bisschen hektisch und warst so. Warst du nicht total aufgeregt, dann auf die Bühne zu gehen, wo so viele Leute sitzen? Und ich vermute mal, dass du da zum ersten Mal Dieter Bohlen auch gesehen hast. Ja, zum ersten Mal live. Da waren halt die drei Juroren, Dieter Bohlen, Bruce Danell und Inka Bause. Genau. Und da war ein Publikum, da saßen 1400 Leute. Wahnsinn. Ist dir das Herz nicht in die Hose gerutscht? Ja, also am Anfang war ich eigentlich ganz cool und so. Und hinterher, wo die halt ihr Urteil gesagt haben, hat mein Bein gezittert. Also das hat man richtig gesehen. Bist du denn, ohne dass du was verrätst, bist du denn selbst mit dir und deinem Auftritt zufrieden? So wie das abgelaufen ist, eigentlich schon, genau. Weil ich wusste ja, was ich mache und so. Ja, wie war denn der Bohlen zu dir? Der war, muss ich sagen, der war nett, weil viele sagen ja, der ist fies und so. Ja. Der sagt halt nur seine ehrliche Meinung. Und zu mir, ich kann ja sagen, das zweite Lied, was ich gesungen hatte, da auf der Bühne, da wusste ich den Text nicht. Da habe ich halt so einen Text rausgeholt. Da haben mich aus dem Publikum gerufen, ey, du kannst doch nicht mal so einen Text und so, voll schlecht und so. Da ist der Dieter Bohlen aufgestanden und meinte so, ich kenne viele berühmte Sänger, die in meinem Studio Lieder gesungen haben, die jeder kennt und die mussten auch einen Text lesen. Deswegen hat er mich da so. Was war denn das für ein Lied, dessen Text du vergessen hast? Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Das erste Lied war halt auch ein Schlagerlied und das zweite Lied war von Modern Talking. Achso, okay. Also ein ganz bekanntes Lied. Also ja. Hast du gesagt, dass die dich gefragt haben, was du vom Beruf machst. Was machst du denn vom Beruf? Genau, ich mache eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Ah, aber dein Traum ist Sänger. Nee, das ist quasi nur ein Hobby. Also mein Traum ist halt LKW fahren und mein Singen ist halt nur so ein Hobby. Das ist ja noch sympathischer. Also du willst gar nicht die große Karriere machen. Also wenn es klappt, klar, warum nicht? Aber das ist quasi nur so ein Hobby. So, weil ich mache auch als Hobby so gerne so für Nachmittagsformate so ein bisschen Schauspielerei und so. Ach so, sowas. Aber als Hobby mehr. Sag mal, David, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst, bekommen die Leute, die da auftreten, so auch du, bekommt man da zumindest eine kleine Gage? Nein. Also, nein, bekommt man nicht. Man unterschreibt ja, dass man seine Rechte, ich glaube, irgendwie für 5 Jahre oder so abgibt und so. Und was man auch unterschreibt, ist, dass man quasi von RTL eingeladen wird für Interviews, zum Beispiel für Punkt 12 oder RTL Exklusiv, so lange, bis das Finale vom Supertalent ausgestrahlt wurde, so lange dürfen die quasi einem immer herbestellen für ein Interview oder so. Hast du mit denen abgesprochen, dass du hier anrufst? Nein, die haben mich halt angerufen, haben halt gesagt, was ich sagen darf. Die haben halt gesagt, ich darf nicht sagen, dass ich weiter bin und ich darf nicht sagen, was die Jury zu mir gesagt hat. Woher wussten die denn, dass du hier anrufst? Die wussten ja gar nicht, dass ich hier anrufe. Ja, aber du hast gerade gesagt, die haben dir gesagt, du darfst das und das nur sagen.
Achso, ja, die hat mich nämlich, die Mitarbeiterin, die hatte mich, glaube ich, am Montag angerufen und hatte gesagt, du warst ja beim Supertalent und so und ich wollte dir hiermit sagen, dein Auftritt wird am kommenden Samstag ausgestrahlt und dann hat die halt gesagt, was ich halt im Internet dazu schreiben darf. Achso, okay, so grundsätzlich, verstehe, ja, ja. Genau, genau. Aber das ist ja ein Ding, die Geizkrägen da von RTL, die schwimmen in der Kohle und geben euch Kleinkünstler nicht mal ein paar hundert Euro Gage. Das finde ich ziemlich ärmlich, muss ich sagen. Ja, das stimmt, aber ich muss dazu sagen, man unterschreibt dazu Verträge und in den Verträgen steht auch schon drin, dass man halt keine Gage bekommt. Mhm. Man weiß das halt vorher schon. Ja, ja, gut. Aber was man bekommt, sind die Reisekosten. Das heißt, wenn man irgendwo hinkommt, bekommt man die Fahrtkosten erstattet. Das wäre ja noch schöner, wenn ihr das auch noch selbst bezahlen müsstet. Die bekommt man wenigstens erstattet. Spendieren die denn Vincent ein ordentliches Hotel? Weißt du das? Ja, da habe ich von gehört, wenn man irgendwie von weiter weg kommt, irgendwie aus dem Ausland oder so, dann habe ich, glaube ich, gehört, dass sie dann irgendwie für ein, zwei Tage ein Hotel spendieren. Das ich dachte, dass die euch dann in der Jugendherberge unterbringen oder so. Nee, das wäre ja ein bisschen auch selbst für RTL ein bisschen schräg. Also, wir sind gespannt auf den Auftritt von David. Genau, und was ich noch kurz sagen kann, ist, wenn mein Auftritt so gezeigt wird, wie ich mir das vorstelle, werde ich da nächstes Jahr wieder hingehen, aber ich werde dann halt noch eine Schippe draufsetzen. Gut, wir sind umso gespannter. David, alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg Danke und dir. Toi, toi, toi für alles, was du machen möchtest. Und Domian, bekomme ich noch ein Autogramm? Ja, gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, vielen Dank. Tschüss. Ja, alles Gute. Ciao. Danke, tschüss. Geizkragen RTL. Mann, oh Mann, oh Mann.